Augsburg! Diese Woche schauen wir mal bei diesen fünf Bayern in die Töpfe. Was gibt's hier Feines? Junge, Junge, ist das imposant. Ja, 8-9 Monate. Boah, ja. Da wäre ich jetzt noch gar nicht so mutig, an einem Wettbewerb teilzunehmen, ne? Aber das sieht schon alles ganz schön gut aus, was die Augsburger da anrichten. Das klingt nach Neuzeit im Wirtshaus. Das wird spannend, glaube ich. Heute muss Dominik ran. Wir haben die beste Küche bei uns. Wir werden es den Jungs und Mädels heute schon zeigen. Und was sagen Sie? Mädels first, bitte. Die Soße fehlt mir halt. Fehlen Dominik da auch die Worte? War Richtung Schenkel? Ja. War leider nicht fertig. Geht nicht. Wird nicht viel Punkte geben, glaube ich, oder? Ach, so ein Ausflug nach Augsburg ist doch immer wieder schön. Heute besuchen wir Dominik im modernen Hotelrestaurant Hauenstädter Hof. Morgen geht's dann ins Ofenhaus, wo Tobias mit Crew gehobene deutsche Küche serviert. Beim Bergfest am Mittwoch gibt es regionale Küche bei Kati im Wirtshaus zum Schober. Einen echten Kontrast dazu bietet das Newt, denn Daniel tischt hier nur vegan auf. Und ob Markus Goldener Stern auch auf Sternenniveau kocht, das überprüfen wir am Freitag. Doch jetzt ist Profi Mike erstmal auf dem Weg in den Hauenstädter Hof am Stadtrand der Bayern-Metropole. So, ihr Lieben. Mein Lokal, dein Lokal ist erneut in Augsburg angekommen. Ich bin einfach richtig gerne hier, weil diese bayerische Küche, die mag ich. Ja? Der Hauenstädter Hof ist hier irgendwo. In diese Richtung soll ich gehen. Ich sag mal so, Biergartenlage ist was anderes. Aber wenn ich das Wort Hauenstädter Hof höre, denke ich doch schon so ein bisschen an eine ursprüngliche bayerische Küche. Oder? Liege ich da falsch? Wir schauen uns das an. Wir kommen mit. Die Bierkrüge schauen doch vielversprechend aus. Und sonst so? Was macht den Hauenstädter Hof aus, Dominik? Also ich bin der Serviceleiter des Hauses. Mir macht das sehr, sehr viel Spaß. Da liegt mein Herzblut mit dran, gerade Ausbildungen. Ja, wir haben sehr viele Azubis bei uns. Emotional hänge ich hier sehr schon dran, dadurch, dass ich hier ein bisschen so die Familie wiedergefunden habe. Letztendlich, das ist ein Familienbetrieb. So wird er auch geführt, so wird es auch gelebt. Finde ich sehr wichtig und deswegen bin ich hier sehr gerne. Angeschlossen an ein Hotel mit 30 Zimmern serviert man hier traditionelle Küche in modern-klassischem Ambiente. Oh, das hätte ich jetzt nicht erwartet hier an der Landstraße. Pass mal auf, Überraschung. Bums, richtig schön. Toll, mit Hotel, okay. Es ist auch richtig fesch und neu gemacht, würde ich jetzt sagen, oder? Und trotzdem wird es ursprünglich. Wollen wir wetten? Unser Konzept ist, wir sind ein Hotel gleichzeitig mit einem Restaurant. Auch für Veranstaltungen sind wir geprägt. Wir haben eine Hähnchenbraterei bei uns, wie genau im Straßenverkauf. Und wir haben das Konzept bayerische Küche und international mit ein bisschen verbunden. Ich komme so irgendwie zwischen vormittags, mittags, frühen Nachmittag. Und ich bin dann ins Mittagsgeschäft gekommen und diese Hähnchenbraterei, alter Schwede, wie viele Leute sich da Hähnchen geholt haben. Cool, gehört einfach auch zur bayerischen Kultur. Wenn's knuspriges Händel gibt, muss man auf Mike nicht lange warten. Und? Super, da ist Rezeption. Hallo, hallo, servus. Boah, schöner Land, das muss ja Dominik sein. So lehnt sich nur ein Chef an die Theke. Hallo, Dominik. Oder? Hallo. Hallo, servus. Herzlich willkommen. Danke vielmals. Oi, eine Mannschaft. Servus, grüß Gott. So, Dominik, zu dir. Jawohl. Was ist das da? Ein richtig schönes Lokal. Das ist nicht irgendein Gastraum, das ist alles nagelneu, würde ich sagen, oder? Genau, 2 Jahre jetzt. Zwei Jahre? Also, schönes Lokal, kann man nicht anders sagen. Also, schön das Moderne, das Bayerische hat es vorne auch noch. Offene Küche, Kreidetafel, also so der erste Eindruck, sage ich, lädt ein. Und jede Menge Platz gibt's hier für hungrige Gäste. Schon allein 50 Sitzplätze im Hauptraum. Das ist schön, das hat ein bisschen was von ursprünglichem Wirtshaus. Ja. Dann hat es aber was Modernes, ne? So ein bisschen mit der Ledercharakteristik, oder? Genau, wir machen beides. Ein bisschen so traditionell und dann halt noch ein bisschen was Modernes. Okay. Bist du denn der Pächter oder bist du Angestellter? Bist du Geschäftsführer? Wie muss ich das verstehen? Ich bin nur der Serviceleiter. Der ist nur? Ja. Oh mein Gott, das kleine Brötchen backen. Ne? Genau. Weißt du, ich bin ja auch nur der Fernsehkoch. Ne? Ich finde das natürlich immer mutig, wenn, ich sag mal, der Inhaber jemand
aus seinem Team vorschickt. Das ist natürlich ein schöner Beweis, dass er demjenigen wirklich zu 100% vertraut. Also, das heißt, einer von diesen Herren in Weiß kocht für mich, oder richtig, wie? Richtig, der Manuel heute. Wer ist denn der Manuel? Sehe ich ihn? Na, vorne kommt er gerade. Was kriege ich? Soll ich ihn fragen, oder weißt du schon? Ich kann es gerne verraten. Wir haben heute Lammkarree mit Minzsoße und Süßkartoffelgratin und Bohnen und Speckmantel. Na, dann heißt es, Süßer schmeißt in die Kochjacke. Okay, komm. Lecker schaut's aus, aber jetzt erstmal ab in die moderne Edelstahlküche. Großes Hallo zwischen Koch Manuel und den Kollegen. So, das ist so typisch hier bei euch, oder wie? Ja. Lieferst du hier wirklich oder nur fürs Fernsehen? Nein, ich habe wirklich geliefert. Das ist ein Weidelamm aus dem Wittelsbacher Land. Okay. Cool. Von der Metzgerei Reitmeier hier aus der Gegend ist das. Schöne Milchlamm mit 6 Monate, glaube ich. 6 Monate ist optimal. Ja, fein. Das ist aber vom Ansatz her toll. Ne? Also das ist dann nicht irgendwie, ich sag mal so, von der größten Wiese der Welt, ne? Irgendwie Neuseeland oder sowas. Das finde ich schon schön. Kriegt ihr das immer so im Ganzen? Also versucht ihr das immer zu bekommen? Es geht vielleicht ja nicht immer, aber versucht ihr das auf jeden Fall? Wir versuchen es tatsächlich ab und zu mal, auch wegen unserer Lehrlinge, dass die was lernen. Sehr gut. Cooles Argument. Für den Lehrling finde ich super. Weil den Spruch habe ich jetzt eigentlich sehr lange nicht mehr gehört. Immer nach 3 Jahren aus einer Lehre kommt, der Berufsstand heißt Koch und kann überhaupt ein Tier nicht zerlegen. Das ist manchmal sehr traurig. Auf Küchenchef Manuel scheint das nicht zuzutreffen. Beherzt zerlegt er das Weidelamm. Versucht ihr grundsätzlich die Sachen aus der Region zu kaufen? Ja, immer. Ja? Immer. Das ist eines unserer großen Mottos sogar. Alles aus der Region. Okay. Von Schwein bis Hase, wenn wir hätten. Also sie versuchen das absolut alles in der Region zu kaufen. Das ist ihr Motto, dafür sind sie bekannt. Stark. Und für uns Laien, was sind das für Stücke? Lamm Carré heißt, du bist jetzt im Rückenbereich angekommen. Du würdest dann wahrscheinlich hier jetzt mal langsam absägen. Dann haben wir Rücken. Wir kennen ja nur die fertig schön sauber geputzten. Ja. So schaut das im Ursprung aus. Knochen werden Soße gemacht. Gell? Aus alles. Abschnitten kannst du verschiertes Hackfleisch machen. Aus der Keule Schmorgerichte. Bingo, alles. Bingo, oder? Ganz genau. Regional und from nose to tail. So kocht man seit eh und je nachhaltig. So, wir würzen das jetzt mit Salz, Pfeffer. Okay. Ganz klassisch. Was hast du da für eine Gewürzmischung, darf ich fragen? Salz, Pfeffer, Paprika, genau. Klassiker. Thymian ist auf jeden Fall getrocknet. Bisschen Majoran ist drin. Mhm. Jetzt mischst du dir selber zusammen, oder? Ja. Ich bin jetzt kein Riesenfan von Gewürzmischung, sag ich jetzt mal. Aber wenn man dem seine eigene Note zugemischt hat, dann ist das ja für mich in Ordnung. Ja. Kommt ein bisschen Knoblauchöl drüber. Frisches Knoblauchöl, okay. Genau. Im à la carte haben wir das quasi schon alles schön portioniert, einvakuumiert. Ja, du musst es dann nur noch auspacken, braten und fertig. Das, ja. Aber es ist genau das Gewürz dran. Genau es das ist genau gleich, das ist eins zu eins. Bei einem solch großen Laden zählt natürlich die gute Vorbereitung. Und das gilt auch fürs Lammkarree. So, okay. Mit Rosmarin, Thymian, Knoblauchöl, Salz, Pfeffer und so. So aromatisiert das natürlich schon. Ist das eine Portion? Ja. Das sind aber gute Portionen bei euch, ne? Ich glaube, am Ende des Tages ist irgendwie als Hauptgang so eine 200-Gramm-Geschichte. Fleischknochen muss man natürlich dazu rechnen, klar. Aber das muss man sich ein bisschen mit der Waage ein bisschen ausschnapseln. Und mit welcher Gradzahl geht das dann? 279. Ah, das geht ratzfatz, oder? Ja. Wie lange glaubst du jetzt? 20. Ach doch, 20 Minuten. Dauert bei schon. Der hohen Temperatur? Ja. Bin jetzt gespannt. Ne? Und 20 Minuten halte ich jetzt gleich mal von vornherein für zu lange. Manuel und seine Crew nutzen die Zeit fürs Gemüse. Ist das das Gratin von den Süßkartoffeln? Wir machen Schmand, Sahne, Knoblauch, Salz, Pfeffer, Paprika, mehr ist nicht. Und das kommt jetzt einfach nur drüber, oder? Einfach drüber, ja. Dann lassen wir das meist immer so 10 Minuten ziehen, dass das schön durchzieht. Mhm. Aber für den Haushalt, das kann man ja super zu Hause machen, auch mit normalen Kartoffeln ganz vielleicht als normal, ganz normal Kartoffeln. Tipp, ne? Und dann, zack, in den Ofen schieben, wie viel? 180? 180 Grad, ja. 35 bis 40 Minuten. So, und dann hast du ein schönes Gratin. Ne? Ja. Es ist halt eine Top-Location mit dieser gut befahrenen Straße. Ich schätze, da geht es auch mittags schon mal richtig ab. Ja, das machen die gut. Alles ein bisschen mit System schon, kann man sagen. Ne? Klassisch, ne? Wie früher, ne? Ganz klassisch. In der Leere, Bohnenbündchen, ne? Ganz und genau. Schmeckt immer gut. Wird angebraten, fertig, oder? Ja. Oder schiebst du das auch in die Nein, das wird angebraten. Servus. Servus. In der Butterpfanne. Und läuft. Butterpfanne, Minze, kommt in die Soße rein. Ja. Die ist klassisch mit Knochen gekocht und so. Ja. Ne? Lammknochen. Klar, Gratin wird reingeschoben und dann knicki-knacki kommt mein Essen. Ein bisschen musst du schon noch warten, Mike. Das Karree soll ja auch noch hübsch angerichtet werden. Auftritt Chefkoch Manuel.
jetzt bleibe ich dabei. Mein erster Eindruck ist schön, aber es ist auch eine ordentliche Portion. Eine ordentliche Portion. Okay. So, und meine Frage vorab. Also es war knapp unter 300 Grad. 200 und, wie viel hast du gesagt? 79. Die Gefahr ist ja, dass das dann trotzdem schnell nachgart, also zu schnell gart, oder? Und durch ja. ist. Wie ist es? Ist es geglückt? Würdest du sagen? Ist es geglückt. Schauen wir uns die Farbe des Fleisches an. Okay, rosa ist es jetzt nicht mehr, gell? Wir machen es meistens durch. Der Wunsch ist einfach da. Ja. Ich wundere mich, dass es so schön saftig geblieben ist, weil es ist wirklich eine hohe Temperatur und eine lange Zeit. Wie ist das Karree geschmacklich? Dominik und Manuel warten auf Mikes Urteil. Fazit von dem Teller ist, dass ich es optisch sehr ansprechend finde und es passt absolut in die Wirtshausküche. Es ist so eine schöne Mischung, so rustikal, man schaut sich so ein bisschen um. Natürlich ist auch dieser moderne Touch des Ladens. Trotzdem sind wir im bayerischen Wirtshaus, das steht draußen dran. Und da ist eure Küche dran angelehnt. Ne? Sie ist auch absolut mit dem Touch modernem, finde ich. Ein schöner Teller, warmer Teller, Eckdaten passen, Retrobohnen passen hier super her. Fleisch, Qualität von diesem Lamm ist hervorragend. Ja? Die Soße ist frisch gemacht mit der Minze, passt immer zum Lamm. Ne? Die haben ja sowas wie so eine Verlobung, gehen die ein, ne? Minze und Lamm. Das Gratin, Süßkartoffel, ich bin kein Süßkartoffel-Fan, aber ich mag's. Tatsächlich, schmeckt richtig gut. Ich finde das jetzt ganz super, dass ein Gratin aus Süßkartoffeln gemacht ist. Weil es ist ein bisschen ausgefallen, ein bisschen was anderes. Wisst ihr was? Ich würde wiederkommen und ich würde es wieder essen. Obendrauf geht immer was, aber das spielt im oberen Bereich mit. So wie ich es da sage. Da will man auch wieder aufschlagen. So, das ist so mein Eindruck jetzt. Also ich bin bis jetzt ganz zufrieden. Es war sehr gut. Es ist gut gelaufen. Wir sind sehr dankbar für die Tipps, die wir bekommen haben. Und es war auf jeden Fall lehrreich. Fazit: regional, rustikal, richtig lecker. Oder Mike? So, wisst ihr was? Total schönes Lokal. Mir gefällt diese Mischung aus traditionellen und modernen. Und mir gefällt auch das Essen. Die Jungs könnten ein bisschen mehr aus dem Knick kommen, würde ich sagen. Aber die sind so, das muss man so akzeptieren. Beim Fleisch, einige Tipps habe ich ja gerade gesagt, also da würde ich einfach auf Nummer sicher gehen. Da würde ich einfach zum Gast sagen, Medium, wie möchtest du es haben? Und schon bist du einfach nur aus dem Schneider. Ne? Geschmack haben sie, gut gekocht haben sie auch. Das könnte ein guter Auftakt werden. Na dann mal los, auf in den Auftakt.